Auf zum Edelsteintal. Wow, ich hätte da schon runtergemusst. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich glaube, hier lang ist der schnellste Weg. Da kommen wir erstmal zum Strand. Und von da aus können wir eigentlich recht flott zum Edelsteintal. Mhm. Da hat mich meine Erinnerung nicht getäuscht. So, was machen wir zuerst? Ach, ist eigentlich egal, das wird ja auch beides gemacht. Fangen wir mit der Turbobahn an. Da habe ich eindeutig zu früh abgedreht. Oh, ich habe mich verguckt. Ich dachte, da wäre noch eine Kiste gewesen. Alter, verdammt nochmal, wie habe ich es geschafft, hier Platin zu kriegen mit dieser miserablen Fahrweise, die ich hier an den Tag lege? Also manche Sachen kann ich hier echt nicht verstehen. Und dann noch mit so vielen Sekunden Vorsprung zum vorherigen ersten Platz. Naja, ich find's gut. Egal wie es zustande gekommen ist, ich find's gut. Wenn ich alle Kisten gehabt hätte, dann hätte ich ja nochmal 10 Sekunden weniger. Das ist das, was ich krass finde. Toll, du hast ein Relikt. So, noch eine Strecke. Noch ein Relikt müssen wir holen, dann können wir gegen... ja, den Endboss zum zweiten Mal antreten und ihn ein für alle Mal schlagen.
Und damit wäre das Abenteuer eigentlich auch schon beendet, denke ich, oder? Ja, doch, dann haben wir wirklich alles geholt. Das ist echt unfassbar. Komm, ich nehme die mal so mit. Auch wenn das eigentlich nicht so gedacht ist. Egal. Vielleicht schaffe ich ja diesmal alle Kisten zu kriegen. Die Dreier hole ich mir bei der letzten Runde. Die letzte Kiste. Bin ich zu gut? Auch Platin. Ich glaube, wenn man einige Strecken wiederholt und ein bisschen so den Dreh raus hat, wo die Kisten stehen und in welcher Linie man die am besten alle einsammelt, so dann denke ich schon, dass es machbar ist, auf allen Strecken Platin zu kriegen. Aber ich erspare euch das jetzt ganz einfach mal, weil ich glaube, das wäre sehr zeitaufwendig. So, und damit hätten wir auch alle Relikte gesammelt. Und können jetzt zum wirklich letzten Bossfight voranschreiten. Ah, noch eine Cutscene. So, du bist zurück mit all meinen Zeitrelikten. Nicht übel. Wird Zeit, dass ich dich was über echtes Tempo lehre. Gehen wir aufs Ganze. Ich glaube, er meint's ernst. Ach ja, da sind wir ja schon. Ich bin gespannt, wie schnell er diesmal sein wird. Oder ob er genauso schnell sein wird wie auch davor bei dem Rennen. Mal gucken. Der fährt sowieso wieder als erster los. So ein Mistkerl, wirklich.
Ich habe den Eindruck, der ist schon ein wenig schwierig. Ger. Ist das zu fassen? Der ist so weit weg, wisst ihr was? Wir starten jetzt ganz einfach neu. Weil ich habe hier einiges falsch gemacht. So ekelhaft, ey, was er hier alles fallen lässt. Also ich bin ziemlich sicher, dass der jetzt auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad ist. Weil ich meine, der war unmöglich. So, als ich das erste Mal gegen ihn gefahren bin. Kann mich aber auch irren. So, die Hauptsache ist jetzt, dass wir vorne bleiben. Damit wir seinen ganzen Müll da nicht abkriegen, den er hinter sich lässt. Das ist auch sehr gut, dass die Sachen, die da abschmeißt, nicht bis zur nächsten Runde liegen bleiben. Ja gut, ich wette, der würde gegen die Hälfte der Sachen würde da selber gegenfahren, aber das wäre es ja noch, wenn der ganze Müll hier liegen bleiben würde, die ganzen Tränke, die TNT und Nitro-Kisten. Alter Schwede. Der Drecksack ist verdammt dicht hinter mir. Der gibt sich richtig Mühe. Aber wir natürlich auch. Das ist auch einiges wert. Schön. So gut. Und damit hätten wir erneut die Welt gerettet. Du hast schon wieder gewonnen. Jetzt muss ich zurück zum Planeten Gasmox hier, als Totalversager. Ich werde im hohen Alter wohl langsamer. Das war's! Ich fahre nie wieder gegen blöde, rückständige Planeten. Behalte deinen doofen Planeten. Du siehst mich nie wieder. Na, zum Glück.
Ja, das haben wir ja bereits gesehen. Ich glaube, das können wir uns sparen. Oh, Luftkissenboot. Da haben wir jetzt das, ja, in Anführungszeichen Kart von Nitrous Oxide beigespielt. Auch nicht schlecht. Luftkissenboot. Das sieht eher aus wie so ein UFO. Ja, und damit hätten wir die Story eigentlich zu 100% durchgespielt. Mal kurz gucken, haben wir alles? Yep. Wir haben alles geholt. Schön. Nun ja, liebe Zuschauer, es freut mich, dass ihr mir zugesehen habt. Und es freut mich noch mehr, wenn es Zuschauer gibt, die die Playlist bis hierhin geguckt haben und wirklich alle Videos durchgezogen haben. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen unterhaltsam gemacht. Ich weiß, in den letzten Folgen habe ich immer weniger gesprochen. Das ist einfach aus dem Grund, weil... Was soll man denn zu so einem Rennspiel großartig sagen, außer yeah, cool oder oh fuck oder hier, ich bin schon wieder an der Kiste vorbeigefahren oder all diese Sachen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Zu so einem Spiel kann man leider nicht so viel sagen. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam für euch. Ich hoffe, ihr seid auch bei weiteren Let's Plays von mir dabei. Ich denke, ich mache noch ein oder zwei Folgen, wo ich ein paar Online-Rennen fahre, so damit ihr ein bisschen von dem Online-Modus seht. Ich denke, das ist für den einen oder anderen noch ganz interessant. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Let's Play. Ciao!